Hey guys, how super is this? You're in San Francisco down on Hate Street. No hate crimes today, or I'll be there looking for you. Hallo liebe Superhomies, wir sind hier gerade auf dem Weg nach San Francisco. Wunderschöne Tour, richtig, richtig wunderschöne Strecke. Ihr werdet jetzt ein paar tolle Impressionen sehen. Und man muss sagen, das muss ich noch mal ganz kurz einwerfen, die Städte sind alle schon pipapo, kannst halten, was du willst, aber die Landschaft in Amerika ist einfach wunderschön und am besten, ihr schaut euch das jetzt mal an. Hallo Freunde, ja, was gibt's denn Schöneres als um 2 Uhr morgens im malerischen Watsonville aufzutauchen, weil man einfach nirgends mehr ein Hotel gekriegt hat. Wir sind immer noch im Roadtrip, haben kein Hotel bekommen. Jetzt sind wir hier irgendwo Watsonville. Was ist denn das? Das hört sich doch an wie so ein Miss Marple-Roman oder sowas. Es ist wirklich so ein typischer amerikanischer Kleinstadtort. Also wirklich, hier gibt es einen Diner, hier gibt es irgendwie so ein paar Hütten. 44.000 Einwohner, sagte Christoph gerade. 20.000 davon durch Inzucht gezeugt. Das ist ein wichtiger Fakt einer dritten Generation. Ich habe ein drittes Bein. Nee, und die Zimmer sind auch nur frei, weil hier dauernd Leute umgebracht werden. Das ist neben Detroit, glaube ich, die höchste Kriminalitätsrate, die wir hier haben. Ich glaube, ja. Ja, genau. Jetzt noch ein paar fiktive Fakten. Ja, natürlich. Das ist wichtig, dass der Zuschauer das erfährt, was nicht stimmt. Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Roomtour. Wir sind hier momentan im Best Value Inn und man sieht bereits hier draußen die Möbel solide verarbeitet. Das ist der Kleiderschrank, der steht draußen, weil im Zimmer kein Platz mehr war. Hier ist momentan ein bisschen abgesichert wegen dem Wetter. Es hat geregnet, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir hier reinkommen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, ist das richtig rum? Klappt ja super. Ist geil, es gibt wunderschöne Gardinen in altem Hitlerbraun. Es gibt einen Tisch, wo man sich sehr nah beieinander sitzt. Da stehen Getränke drauf übrigens. Alter, das hört sich an wie Pupse, wenn man hier so geht. Oh, guck mal, Hightech-Fernseher. Der Fernseher ist Flat-Screen mit Big-Hintergrund. Das ist neu, ne? Da ist also so ein Kasten hin, damit der nicht so trostlos aussieht. Ist aber Flat-Screen, ist Home-Cinema-System. Minibar gibt es auch, da ist für jeden was dabei. Du hast ja auch die Cola hier. Ja, das hier ist eine Decke zum Zudecken, wenn es wieder kalt wird und Watson will, wenn die Werwölfe angreifen draußen. Vor allem hier, die Ecken sind noch. Hier ist sauber eigentlich. Hier ist alles sauber, da ist alles dabei. Wenn man Hunger hat, kann man hier auch ein bisschen den Dreck aus den Fugen kratzen. Das Licht hier ist schön. Oh, Alter, was ist denn das für ein Stuhl hier, Alter? Aber das ist für Behinderte, glaube ich. Ja, hier auch. Das finde ich aber ganz gut mit den Halterungen. Das finde ich sehr gut. Sauber? Nicht so richtig, ne? Nee, das ist einfach noch... noch ein paar Popel gerade. Ein bisschen. So kleine Extras machen es ja gut, aus. Der Cola, wie bekommst du das? Andere Hotels legen gerne ein Stückchen Schokolade aufs Kopfkissen und hier wird einfach ein Popel ins Handtuch geschmiert. Das ist Watsonville Brauch einfach.
Super Homies in San Francisco, California. Hallo Freunde, ich bin hier in Haight-Ashbury, Riesen-Hippie-Viertel hier in San Francisco. Hier geht's richtig rund, viele verrückte Leute, viele verrückte Gestalten. Und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Schön, dass ihr dabei seid. Kommt doch mal mit. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, seesaw kids. Child women on the skids. The dust will choke your blind. The lust will choke your mind. Ja, Freunde, viele verrückte Leute hier im Hippie-Viertel. Wirklich, ist Wahnsinn. Hier bietet dir einer nach dem anderen irgendwie Gras an. Wird gekifft, bis die Schwarte kracht. Also wirklich, die leben diesen Rolling Stones Lifestyle hier immer noch. Rolling Stone wird wohl eher treffen. Selbst Goofy zieht sich hier einen durch, Alter. Hey, you got a little pot? I got a little pan. He's trying to cook here. He's trying to cook. I tasted hate sweets hanging trees. I tasted hate sweets hanging trees. Hier gibt's wirklich allen möglichen Krempel. Wirklich Wahnsinn, also die Hippies hier, was hier abgeht. Das ist schon interessant, sagen wir mal so. Oder Tommy? Tommy? Was meinst du? Das steht uns gut, oder? Alter. Das ist genau mein Style. Ja, auch, oder? Ja, ich finde auch. Also ich meine, es macht sich wirklich ganz gut, muss ich sagen. So, ja? Ja, hier gibt es auf jeden Fall richtig viel bescheuertes Zeug. Wir schauen uns hier mal weiter um. Hammer. Jo, liebe Freunde, ein bisschen frisch hier in San Francisco und ich stehe gerade mitten auf der Straße in Chinatown, gerade noch im Hippie Center gewesen, jetzt hier im chinesischen Viertel von San Francisco und ich muss jetzt, glaube ich, zur Seite gehen, denn da kommen Autos. Ach, Captain Iglo Sackhaare, die kennen wir doch noch. Puh, zum Glück habe ich das Let's Eat schon in Taiwan und Thailand gemacht, da muss ich im Gronkh jetzt nichts mitbringen, aber vielleicht werden wir noch ein anderes Let's Eat auftischen. Mal sehen, was die Zeit so bringt. No. Step up and hear the great wisdom of Confucius. He who learns but does not think is lost. But he who thinks but does not learn is in great danger. To hear more ancient wisdom, relieve yourself of more monetary burdens. Naja, der ist einer, der will natürlich mehr Kohle haben hier, der Konfuzius. Ein ganz schöner Trickser. Guck mal, hier kriegst du da so einen Zettel, Alter. Your fortune. You've been wondering. Okay, ich sollte meine Zeit sehr weise einsetzen. So mal ganz kurz, sonst würde ich mich selber verlieren können. Aber sonst wird mir das Glück gewogen sein, wenn ich das darauf achte. Und am besten gebe ich noch mal ein bisschen mehr Geld bei Konfuzius aus. You. Ja, Freunde, yeah, so läuft's, you. Ne? Das ist Confucius. Ja, der will noch mehr Money gamble, weißt du? Fucking scumbags, bum raps, laugh at them, cause they acting dunce cap, dumb cat, trying to brush them off, they got dumb naps. Lunch pack, finna take my lunch back, cause I give them more hits, something like a punch bag. Hallo, wir befinden uns gerade in San Francisco immer noch bei Fisherman's Wharf. Das sind so die Piers unten. Sagt man Piers oder Pier? Pier 39. Genau. Und hier gibt's einfach alles. Hier gibt's Boote, hier gibt's Schiffe, hier gibt's lecker Essen, hier gibt's Souvenirshops, hier gibt's auch ganz viele Touristen, hier gibt's jede Menge. Es ist super laut, im Hintergrund sieht man die ganze Action. Hier gibt's Restaurants ohne Ende. Und ehrlich gesagt, wir würden gerne viel erzählen, aber hier gibt es so viel, dass wir uns selber erstmal umschauen müssen. Und ich würde sagen, das tapen wir natürlich gleich mit, ne? Ja, machen wir auf jeden Fall.
Schmeckt sehr büschig. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Es sind Schrimps, es sind irgendwie also schmeckt ein bisschen wie Nordseemuscheln, was natürlich scheißegal ist, woher die Muscheln kommen. Es schmeckt einfach nach Muscheln. Ist aber ganz okay. Ich stehe drauf. Ach so. Wir sind immer noch in San Francisco. Es ist sehr, 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 sehr kalt hier und meine Nippel stechen langsam durchs Hemd. Siehst du, das wölbt sich schon so ein bisschen. Das sind so Tellerwarzen. Alter, was ist da los? Ja, vor allen Dingen so weit unten, weißt du? Hier, ja, hier meine Nippel. Ja, hier bist du bis hier unten. Huch, was ist hier los? Huch, servus. Huch, guten Tag, Deutsche. Wir sind hier gerade in Bayern. Und ja, machen hier quasi so in Bayern. Ja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Wie viele seid ihr denn? Sieben. Gronker Vater Shopping Tour hier. Erst treffen wir Deutsche und jetzt willst du den Bulli holen, ne? Ich glaube, die Amis sind ein bisschen größer. Ich komme hier gerade. Ich meine, ich bin jetzt nicht gerade der Schlankste, aber wenn ich Zelten fahren will, dann gehe ich zu Karstadt. Der Gronk hat gerade einen Pulli anprobiert, sieht mal, was da endet. Und letztendlich. Das Hemd brandneu geholt in Vegas, weißt du? Habe ich dachte mir, da kaufst du mir ein Hemd. Probiere ich in San Francisco einen Pulli an, Alter. Siehst du aus wie das Krümelmonster, dem alles aus dem Hals fällt. Das ist modern, Vintage-Look, trägt man so. Liebe Freunde, da hinten sehen wir die berühmte, berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz. Kennt ihr die aus dem Film The Rock? Alter, krass, Alcatraz! Hallo Freunde und herzlich willkommen in San Francisco. Na, wir sind hier alle ein bisschen easiger und wir machen jetzt quasi eine 60er Jahre Friedensstädte-Rundreise. Deswegen reich mir mal dein Patschehändchen und wir steigen jetzt ab in die Love Machine, in den alten Bus, in die alte Marie steigen wir jetzt ein und erkunden die Stadt auf alte Art. Peace out, Frieden, Bruder. Alright, we're good. No one should have a bad trip anymore. So we're gonna start on this side. Die nennen uns gerade LSD an. Shalom, liebe Freunde und herzlich willkommen im Golden Gate Park von San Francisco, dem größten Park der Welt. Wir befinden uns hier aktuell im Blumenpark sozusagen, dem Hauptlieferant, das haben wir gerade auf dieser komischen Hippie-Tour erfahren, das ist der Hauptlieferant der positiven Energie für San Francisco und zwar der sogenannten Flower Power und die speist ganz San Francisco. Frieden. Hallo Freunde und willkommen in San Francisco, wo der Wind uns um die Ohren pfeift. Ohne Scheiß. Wir hatten gerade noch strahlenden Sonnenschein. Dann plötzlich düsen wir mal wieder zu Golden Gate Bridge und dann ist hier die Nebelwolke vom Feinsten. So sieht's aus in San Francisco.
1640 bis 1940 war San Francisco quasi die wichtigste Stadt hier an der Küste. Und deswegen gibt es ja diese Küstenfestung. Quasi bevor es noch die Golden Gate Bridge gab, gab es diese Festung, in der wir uns gerade befinden. Und hier ist noch alles, also ein bisschen ruinös natürlich, ein bisschen runtergekommen. Und ich muss euch warnen, hier stand früher mal ein Geschütz, aber es steht bestialisch nach Pisse. Deswegen kann man nicht reingehen. Weil ich muss aber erzählen. Ja, Freunde, das war es leider auch schon mit San Francisco. Es war eine wunderschöne Reise. Man muss sagen, hier gibt es einfach alles. Also es wirkt alles sehr europäisch, aber vor allem das Wetter ist hier einfach eine Hure, möchte ich behaupten. Ja, wie man es so nimmt. Ja, auf jeden Fall sehr wechselhaft, 20 Grad mal eben und dann hast du irgendwie minus 5 gefühlte. Also es wechselt von Sonnenschein bis hin zu Nebelwetter, das ist schon krass. Richtig, und die Stadt an sich mega europäisch, also es wirkt zumindest mega europäisch, aber auch wunderschön und auch unfassbar teuer. Egal was man hier tut, es kostet gleich mindestens 1000 Dollar. Zum Beispiel auf die Straße pinkeln, ich weiß gar nicht warum. Ja, stimmt, das stimmt. Tatsächlich. Auch ja? Auf die Straße spucken kostet 500 Dollar hier. Das muss man sich mal geben. Also es ist kein... So, warte mal. Sit here, hear me, baby. Hear me now. Hear me, baby. You know it's right. Oh, oh, that's right. Hallo aus Monterey, dem nächsten Halt der Reise, und man muss es einfach sagen, es sieht hier so eindrucksvoll aus einfach. Wir stehen hier gerade mitten in der Bucht auf so einem kleinen Ausläufer, auf so einem kleinen Sandausläufer und stehen hier inmitten des Meeres. Die Wellen, die Gischt peitscht hier quasi gerade so ein bisschen ran. Das Meer schlägt so ein bisschen verträumt gegen die Felsen. Überall stehen die kleinen malerischen Pastellhäuser im Hintergrund. Es ist einfach so schön, dass man sich hier direkt einnisten möchte. Ich würde mal gleich ein Häuschen holen. Ja, ja, das ist so ein Moment, wo man mal innehalten kann. Hier einfach an dieser Landzunge stehen und einfach mal innehalten und wirklich genießen diesen Ort, weil das ist ein Erlebnis fürs Leben und darum geht es im Leben oft. Und neben den ganzen Clubs, die wir so durchreisen und bla 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 und immer bum bum bum, Lichter, Lichter, Party, Party, muss man sagen, das hier ist eher so ein Ort für die Seele und ganz ehrlich, es ist einfach schön und man kommt echt runter, das muss man mal sagen, und ich glaube, wir setzen uns noch ein bisschen ans Wasser und denken mal ein bisschen nach, wo wir jetzt als nächstes hinfahren. Weiter geht's mit dem Roadtrip. Wir sind hier mit einem kurzen Stopp an der Bixby Bridge von 1932. Extrem geiler Spot, wunderschön hier. Oh ja, der Ort heißt Big Sur und es ist einer der eindrucksvollsten Orte, die man je gesehen haben kann, weil im Hintergrund, man sieht diese riesigen, riesigen Klippen, das Meer dort unten, das sich das bricht, überall sind Höhlen unten, da drüben ist die Brücke von Menschenhand erbaut und auf der anderen Seite die Wolken ragen über die Berge. Es ist einfach so malerisch, was die Natur erschaffen kann. Ganz ehrlich, ich glaube, das kann kein Mensch toppen. Das ist einfach unfassbar.
sind hier gerade am sogenannten Pebble Beach. Der zeichnet sich dadurch aus, dass ja überall wirklich alles ist hier voll mit irgendwelchen Bäumen. Das meiste sind Pinien, wie ich gelesen habe. Und ich glaube, die Hälfte davon ungefähr ist schon tot. Das sieht natürlich sehr geil aus, sehr beeindruckend. Wenn man hier mal kurz rüberschwenkt, das Ding zum Beispiel. Also es ist schon, es ist was Eigenes, sage ich mal so. Es ist nicht der schönste Strand, den man je gesehen hat, aber es ist echt was Eigenes und es ist schön, hier zu sein. Und wir zeigen euch jetzt mal ein paar Bäumchen. Da drin kann man super Sachen kaufen, wie zum Beispiel ein Eis unbekannter Sorte oder natürlich auch eine Bandana, wenn einem die Haare ständig ins Gesicht wursten. Und wenn man hier in den Wald reingeht, da musst du aber aufpassen, weil da findest du nämlich nie wieder raus, es sei denn, du kennst dich da aus. Das sind genau diese Arten von Wäldchen, wo die ganzen Camper immer verloren gehen. Ne, wir haben selber schon 3 Tote an der Straße gefunden. Die haben wir dann natürlich liegen lassen, Erste-Hilfe-mäßig, die waren ja eh schon tot. Und wir gehen jetzt mal in den Wald und gucken uns da mal ganz kurz um. Bis gleich. Jetzt sind wir hier tief im Urwald. Hier hängen auch Zweige in die Kamera. Wir finden hier nie wieder raus. Ah, da geht's ja weiter. Also wir erzählen ja seit Stunden, wie geil das hier ist und wie cool hier alles ist und wir können es einfach nur wiederholen. Majestätisch, wunderschön, ah, es ist unglaublich, wow. Fast so geil wie deine Mütze. Ja, die Mütze ist neu, die habe ich mir gerade geholt, weil ich kriege ja überall schon Sonnenbrand und deswegen dachte ich mir, da holst du mal so einen komischen Lappen für 3,50 und mehr hat der auch nicht gekostet. Das ist auch geil, wie bei diesem Trip das Wetter ständig wechselt. Wir sind hier mitten in der prallen Sonne gerade, dann ist wieder Nebel, dann ist wieder dunkel, dann ist wieder hell, dann ist wieder grau, dann ist wieder neblig. Aber dieser Trip ist absolut eine Reise wert. Und wenn ihr euch mal die Zeit nehmen könnt, liebe Freunde, tut es. Macht und es einfach. Der Grund, warum wir so viele Schnittbilder hier reinbringen, die ganze Zeit immer wieder Szenen, 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 Szenen. Wenn man vor YouTube sitzt, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man selber hier ist, weil wir sind einfach die ganze Zeit so ergriffen und ich sag's nochmal, wunderschön, majestätisch, etc., etc., aber man muss wirklich mal herkommen. Die Eindrücke sind einfach der Hammer. Sonnenuntergang hier über dem Meer, über dem Pazifik hier oder den schönen Ozean und das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Hier kleiner Stopp mal zwischendurch. Gleich geht's auf zum Madonna Inn oder wie das Hotel heißt. Werden wir euch gleich noch ein bisschen Roomtour zeigen. Wartet ab, das wird auch noch sehr interessant. Also genau. Dranbleiben, nicht abschalten. Tag 1 ist fast vorbei quasi. Wir befinden uns quasi gerade schon auf der Endstrecke bis zum Hotel. Im Hintergrund geht gerade die Sonne unter hinter unseren Köpfen. Das sieht man natürlich gerade nicht, weil wir so fette Wasserköpfe haben. Aber ich muss sagen, also als Fazit des Tages, es ist mega anstrengend natürlich so eine Reise zu machen. Wir bräuchten eigentlich mehr Zeit. Wir rudeln das ganze Ding ja in 2 Tagen runter. Aber ganz ehrlich, ich würde es immer wieder tun. Ich würde es immer wieder tun und das nächste Mal mit mehr Zeit. Im Madonna Hotel und wir besichtigen als erstes mein Zimmer, das genau neben der Wäscherei liegt, was bestimmt ein Geschenk ist, wenn da nachts erstmal die Maschinen angeschleudert werden. Ich habe jetzt die Tür schon mal angemacht, das ist das Yahoo-Zimmer. Yahoo kennst du vielleicht, war mal Konkurrenz zu Google. War voll innen damals. War super modern damals, jetzt wollen die eine Videoplattform hochziehen, kaufen dafür YouTuber ein. Mich haben sie natürlich mit dem Zimmer gesponsert, deswegen schauen wir uns das mal gerade an. Yahoo, Alter. Ja, das ist heute mein Reich quasi. Die Decke ist auch sehr hoch. Boah, die Decke ist aber super. Die ist so 1,90. Ja, die ist so glitzerig so ein bisschen.
Ne, die glitzert so ein bisschen. Aber das Geilste ist immer noch für die blauen Finger, weil ich gerade die Decke gerieben habe und dann kam Putz runter. Wie peinlich. Das Geilste ist auf jeden Fall immer noch das Bett, weil, ganz ehrlich, ich hatte viel Spaß heute Abend. Die ganze Nacht, Alter. Ja, wir kommen gerade echt vom Roadtrip. Nicht wundern, wir haben ein bisschen Sonnenbrand, sind völlig im Arsch. Ganz geringfügig. Ja. Aber das. Oh, Alter, hier ist noch hier ist eine Bremse, glaube ich. Oder irgendwie so ein. Ich weiß gar nicht, wie das war damals bei den Kutschen. Das ist so ein alter BMW hier. So sahen die damals aus. Tisch ist ein Blasebalg. Das ist ja geil. Aber den kann man, glaube ich, nicht benutzen. Aber das ist total. Alter, das ist so mega stylisch einfach gemacht. Das muss man echt mal lassen. Und dann mal hier. Bilder von Pferden an der Wand. Ach ja, das ist ja auch toll hier mit so einem alten Lasso-Seil hier oben. Das ist so ein Seil vom originalen Lasso. Das denke ich mir gerade natürlich nur aus, weil ich es vermute. Hier wird noch eine Büffelherde rumgetrieben. Den Büffel hat der Walle bei sich oben rumstehen. Geht's nie hin? Da würde ich nicht reingehen. Da war ich schon drin, da würde ich nicht reingehen. Ah, das ist dein Badezimmer. Deswegen wölbt die Tür sich nach außen. Doch, zeig mal, komm. Da beschlägt die Kamera. Ich will das Bad sehen. Hier ist ein super schönes Klo, muss ich ja mal sagen. Wie beim Erik immer, mit Schmetterlingen auf der Brille. Mhm. Und das war dann so, ganz ehrlich, so ein bisschen Hippie-Style, ne? Finde ich aber wie geil das hier gemacht ist, guck dir das mal an. Die Hähne sind kleine Vögelchen, das ist total geil. Oh Mann, Alter, was für ein Laden. Ey, das Madonna Inn hier irgendwo mit. Alter, was ist die Dusche? Das ist ja der Hammer. Ja, die Dusche bin ich echt Styler. Mal ganz ehrlich. Ja, die ist mega. Also ich feiere das wirklich. Alter, sag bloß, da kommt das Wasser runter. Ich probiere mal gerade, mal gucken. Den anderen Haar an. Geil! Das ist ja der Shit! Wie geil ist das denn? Du hast hier Wasser bei. Wenn man noch was hört jetzt gerade. Boah, geil! Alter! Das ist der Hammer! Boah, ich würde das gerne ausmachen jetzt. Hallo? Warte, ich helfe dir. Hilfe, wie geht das denn? Warum? Das geht nicht mal raus! Okay, warte, jetzt. Ich bin voll nass alles. Das geht nicht mal raus! Ich gefällt das, hier rutscht die Brille runter. Jetzt ist aus. Da rutscht mir die Brille runter, krass. Alter, was hast du was für ein Spaß, Alter. Aber hört mich auf, aber ich bin erkältet, Sonnenbrand, alles dabei. Aber gute Laune ist immer noch vorhanden bei so einer schönen Reise. Das ist der Schrank auch. Oh, oh. Das ist auch extrem geil. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Ich quietsche aber alles in der Hütte. Gut, komm. So, Freunde, wir gehen zum Walle nach oben. Ja, an mein schönes Zimmer. Und das Schönste ist dieser komische Hamburger Puff. Kiez vom Feinsten. Sieht so ein bisschen aus wie Reeperbahn. Ja, aber voll, wenn du da mal in so ein Dings mal schauen warst, dann sieht es genauso aus. Was wir natürlich nicht wissen. Wir haben es nur in einem Reiseprospekt gelesen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Deine Tür ist ein bisschen schwerfällig. Aber jetzt geht's gleich auf. Man sieht schon hier, es ist Le Büffelraum und Büffel schnüffeln, muss man sagen. Schnüffeln, ja, ey, ganz ehrlich, ich habe mein Zimmer schon gesehen, es ist freaky. Da kannst du dich abends schön festhalten und hier ein bisschen deine Gymnastik machen, so. Ja, Walle macht abends immer Pobacken im Gymnastik. Ja, sag nicht, dass ich voll der Twerker bin, Alter. Der Walle kann twerken, ich kann es leider nicht. Ja, ich kann der sitzt ja öfter mal auf dem Wrecking Ball. Mhm. Gibt's schöne Bilder. Das Schönste ist aber, dass der Walle natürlich. Mir Angst. Das Schönste ist, dass der Walle natürlich Sergeant Rumpel an der Wand hat, der ihn die ganze Nacht lang beobachtet. Alter, der macht mir echt Angst, wenn ich hier liege in diesem Bett, ja, ganz ehrlich. Und dann da ist dieser Büffel. Wir machen das auch mal. Wir haben das beim Menschenvideo gemacht, wir machen das ja auch komm, mal. Komm, leg dich mal hin auf. Kurz. Ich setze mich mal in diese Büffelledersätze. Du musst aber zwischen meinen Beinen durchfilmen. Ah, warte, ja, genau. Ich leg mich hier hin. Nikologen. Exklusiv hier. So, hier habe ich noch exklusiv. Was in der Tasche. Mach die Beine breit. Pass auf, so hier. Und dann schläft man hier die ganze Zeit und hat ständig so einen geilen Büffelkopf. So, weißt du? Sehr, sehr schön hier. Dieser Peter ist malerisch. Wunderschön. Den Schrank hingegen finde ich schon wieder irgendwie cool. Der hat so ein bisschen auch Safari-Touch. Kann man den zumachen? Ist aber Plastik, ne? Ist echtes Holz. Oh, lass mir das lieber sagen. Boah.
Alter. Das sieht aber mega stylisch aus. Ja, kannst du nicht sagen. Stylisch. Das ist wirklich. Und die Sessel sind auch geil. Guck mal hier, die sind richtig mit Büffelleder. Und dafür haben die Indianer nichts mehr zu essen gehabt nachher. Ist das und die Lampe. Ist natürlich kein echtes Büffelleder. Die Lampe hat so ein richtig Robin Hood oder Green Arrow, kann man sagen. Alter, die Kralle da unten ist auch mega geil. Oder Geweih, ich sehe das Geweih. Geweih. Das Bad von Walle ist. Mein schönes Bad. Ach, guck mal, liegt mein Handy auch. Ist auch schön eigentlich. Oh, Madonna Inn. Ach, du hast auch so eine Arschwischtaktik hier? Ja, das haben wir dann in Taiwan das erste Mal gesehen. Nee, du hast so einen Power-Saver. Ah, nee, du hast auch einen Arschwischer. Warte mal. Ja, mach mal. Ich guck mal die Toilette. In Taiwan hatten wir das. Das hat auf der super auf Facebook-Seite. Stell mal vor, du hast gerade so einen Knut rausgedrückt, ne? Und dann hast du aber kein Papier zur Hand oder willst du generell sauber werden, dann drückst du hier drauf und es passiert nichts, weil... Na, wir sind so Profis, erst kriegen wir die Dusche nicht an, jetzt sowas. Ach, man kann sich den Arsch aber auch trocken föhnen. Da seht ihr, da kommt das Zeug raus. Aber eigentlich müsste das doch in den Arsch gehen, also ja, an den Arsch. Ein bisschen mehr Druck wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist es... Weiß setz dich nochmal drauf ganz kurz, ich mach mal den Föhn an. Ja, setz du dich doch mal drauf. Ja, man hört den Ventilator. Nee, das ist nicht der Ventilator, das ist die Bohnen. Und die haben natürlich noch tolle Sachen und Kaffeemaschine im Badezimmer. Kaffeemaschine im Badezimmer ist total sinnvoll. Ja, wenn der Knut drückt, dann kannst du da zwischendurch mal ein Käffchen genießen. Und hier ist die Dusche. Auch mal gezeigt, gerade zwischen den Ohren. Ist halt eine Dusche. Ja, die hast eine geile Dusche. Also ich muss sagen, dein Zimmer gefällt mir besser. Ja, ich hab Glück gehabt tatsächlich, weil ich einmal das Erstbeste genommen habe. Ja, stimmt. Und mir wurde der Büffelraum auch irgendwie zugewiesen. Ich weiß gar nicht wieso. Du und der Rumpel, ihr seid schon ein süßes Paar. Das gibt keinen Rüffel, Liebe mit dem Büffel. Ja, Freunde, wir sind jetzt San Luis Obispo, der Ort, wo auch das Madonna Inn ist. Und sehr schönes Örtchen, so richtiges Kleinstadt-Idylle. Ein bisschen an Zurück in die Zukunft erinnert das. Die Ortschaft hier, 88 Meilen. Und dann geht's ab in die Vergangenheit oder wo immer hin. Und die Vergangenheit trifft auch sehr zu hier bei den Ortsschildern. Ja? Also, Herr der Ringe-Style hier, Choro Street, da vorne Higuera Street. Ja? Sieht übelst aus wie Hobbit. Also, alles in Hobbit-Schrift gehalten. Aber ihr kommt jetzt mal mit, ich zeige euch noch die Kaugummi-Straße. Kommt doch mal mit. $5, ne? $5, Alter, wenn du jetzt so hier drüber steckst. Bah! Wie viele Kaugummis von Jahrzehnten hängen. Nichts ahnend fährt man hier zu einem dänischen Dorf, irgendwo in Kalifornien, und dann ist hier plötzlich richtig was los. Virusalarm oder sowas. Und das ist doch das Auto von Walter White. Hallo und herzlich willkommen in Solvang. Ja, das ist ein wunderschönes dänisches Dorf, hier mitten in Kalifornien, einfach ein komplett dänisches Dorf. Man kommt sich wirklich vor wie in Dänemark. Richtig, richtig schönes Eckchen, schöne Fachwerkhäuser. Kann man mal machen, ne? Ich würde zwei Worte einwerfen. Das eine ist malerisch, das andere ist pittoresk. Jetzt haben wir aber ganz ehrlich. Ihr Kid Rock. Und das gucken wir uns mal ein bisschen an. Alter, hier ist alles verseucht. Ja, liebe Freunde,
das war unser unglaublicher Roadtrip mit San Francisco drin. Und es war wirklich eine unglaubliche Reise. Ein ziemlich langes Video ist es wahrscheinlich auch geworden. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende geschaut und diese ganzen Erlebnisse mit uns geteilt. Und ich möchte mich an dieser Stelle echt mal bei dir bedanken. Auf noch viele weitere Reisen mit dem Superhaus. Ich bin froh, dass man einen guten Freund hat, mit dem man solche tollen Reisen machen kann. Das kann ich euch nur empfehlen. Mal einen coolen Kumpel schnappen, gute Freundin oder mehrere Freunde, wie wir es ja auch gemacht haben. Mit einfach auf dem wilden Haufen quer durchs Land reisen, ganz ehrlich. Es waren so viele Eindrücke. Wir haben das schon tausendmal gesagt im Video, wie toll und faszinierend es ist. Aber ganz ehrlich, wir werden, glaube ich, bestimmt noch ein paar Wochen brauchen, um alles, was wir in dieser kurzen Zeit erlebt haben, überhaupt mal zu verarbeiten. Wir haben, ich glaube, 600 Videos und Bilder gemacht oder 800, ich weiß es gar nicht, insgesamt ohne Ende. Da werde ich noch viel zu schnibbeln haben. Ihr seht das Video wahrscheinlich erst, wenn wir wieder in Deutschland sind. Und dann werde ich nochmal in Wehmut schmelgen, wenn ich das schneide. Ja, aber es war wirklich eine tolle Reise, auch nochmal Resümee. Ja, kann man ein Resümee machen? Macht es auch. Und es war wirklich geil. Auch nochmal ganz vielen Dank an das Team, nochmal ganz vielen Dank an die ganzen Leute und der Menschen, wo man richtig gute Freunde kennengelernt hat und Freunde mit nach L.A. genommen hat und mit denen eine tolle Zeit teilen. Denn das Wichtigste ist, glaube ich, Zeit. Und das Allerwichtigste ist, dass man die mit Freunden teilen kann und schöne Erlebnisse auch teilen kann. Ich glaube, da ist vieles dran. Und vielen Dank auch nochmal an euch, dass ihr diese Reise auch mit uns teilt, quasi indem ihr die auf YouTube, man sitzt zwar nur vor YouTube, aber im Grunde genommen, ihr teilt die Reise mit uns, ihr teilt die Let's Eats mit uns. Und ganz ehrlich, ohne euch würden wir das sowieso alles überhaupt gar nicht machen. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an euch. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und genießen noch ein bisschen den schönen Sonnenuntergang hier am Santa Monica? Santa Barbara sind wir gerade, ne? Santa Barbara Beach. Auch schön. Einfach wunderschön. Echt schön. Bis dahin, Freunde. Summer is ended, the leaves are turning brown. Made me sore the way they should.
but you rock my world. Show that butt to me. She was doing the butt. Ow, perte, perte. Hey, ain't nothing wrong if you wanna do the butt all night long. Yeah, yeah. Ow, yeah, 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 yeah. Let's do a little roll call now. Shirley got a big old butt. Sonya got a big old butt. Yo, Nita got a big old butt. Now Barbara got a big old butt. Hey, my mama got a big old butt. My mama got a big old butt. Your mama got a big old butt. The president got a big old butt. The first lady got a big old butt. Hey, you got a big old butt, girl.